herzlich willkommen zu einer neuen Runde in Nax Ramas. Und wir gehen in die letzte Herausforderung für diesen Seuchenviertel, nämlich Hagan, der Unreine, möchte gegen unsere Magier antreten. Dafür bekommen wir... Alter, zwei kommt... Cool. Damit kann man natürlich einiges machen. Das zwingt natürlich stark zum Umdenken. Wir haben ja gerade eben schon mit unserer Magierin gewonnen gegen ihn, deswegen sollte es eigentlich auch jetzt eigentlich kein großes Problem. Es kommt natürlich schon drauf an, welche Karten bekommen wir jetzt bei ihm. Und bekommen Jena wir jetzt auch so einen Tanz. Ich hoffe nicht, dass er uns jetzt hier nur denkt, ihr seid in Sicherheit? Ja, denke ich so eigentlich gemacht schon. Ist zu weit weg. Ich weiß nicht, welche... Wir haben eh kein Geheimnis auf der Hand. Deswegen ersetze ich mal beide Karten. Okay. Das war's. Na gut, da hätten wir es natürlich schon gebrauchen können, aber offenbar müssen wir hier... Nicht genug Mana. Müssen wir hier extrem mit Geheimnissen arbeiten. Bei ihm jetzt. Okay. Warum will er das hier so extrem mit Geheimnissen arbeiten? Okay. Unsere erste Karte mit der... Bin ja schon dabei. Okay. Na, dann nutzen wir das Ganze mal, um ein Geheimnis halt eben zum Spielen. Ich bin gespannt. Ich werde es Ihnen alle zeigen. Ach, das ist Todesröcheln. Da kommt es. Okay. Okay, bin ich gespannt, welches Geheimnis haben wir bekommen. Eine Spiegelgestalt. Wir haben Zerstäuben drin, wir haben alles drin. Bringt nichts, wir müssen Zerstäuben reinspielen. So, das war's. Einmal. Aber natürlich. Ich komme Kombi aus der Leere. Ich komme aus der Leere. Dann können wir schon mal arbeiten. Aber dann ist das noch drauf. Und damit kriegen wir ihn vernichtet. Okay, sehr schön. Da hätte ich eigentlich noch gern das andere Geheimnis drin gehabt. Wir spielen einmal das. Ich werde es Ihnen alle zeigen. Und spielen einmal das rein. Okay. Schauen wir, wie er angreift. Okay, er will ein anderes Geheimnis ins Feld rein. Ich komme aus der Leere. Und er spielt noch eine. Okay. Ich würde sagen, ich hätte Lust auf Sylvanas oder Kane. Kane hat natürlich den Vorteil, dass er öfters kommt. Oder ihn, aber da braucht man Spitzel. Die Erdenmutter ist nackt, es nicht zu beschwören. Okay. Gut, er geht jetzt schon auf uns. Gut. Baron Toten. Na, dann machen wir das doch mal. Einmal. Die Geißel wird euch verzehren. Und wir schlingen ihn rein. Und dann schauen wir mal, ob wir für damit ihn bis zur Unendlichkeit verdoppeln können. Das war's.
Oder sind auf uns gerichtet. Gut. 8 haben wir noch. Und jetzt Gott sei Dank auf uns. Dankeschön. Und wir bekommen. Da geht er auch noch hoch. Das übernehme ich. Da gibt es auch nochmal 2 Schaden. Okay. Der könnte interessant werden, wenn ich ihn zusammen mit meinem Geheimnis spiele, natürlich. So, Baron Totenspur macht leider nur 1 Schaden. Ist blöd. Aber zusammen mit... Wie ihr wünscht. Damit können wir natürlich den hier wegnehmen. So. Ich will Alopora. Der muss weg. Arbeiten. Wir haben keine Geheimnisse mehr gerade drauf. Deswegen würde ich sagen, die machen beide 3 Schaden. Das ist Schrott. Ruft einen Schleim mit 1-2 Schaden. Okay, wir brauchen einen Spotter. So, einmal. 2-mal. Sind auf uns gerichtet. Der macht 3. Wir machen beide 3, eklig. Wir gehen ins Gesicht. Der wird schon überleben. Ich komme aus der Leere. Beide sind weg. Und wir haben einen Schleimi. Sehr schön. Jetzt können wir eigentlich. Ich habe keine Zeit für Spielchen. Zusammen mit noch einem extra. Wenn sie abzogen wird, ist es eh gut. Auf ihn, bei ihm macht eigentlich nichts großartig aus und der Rest kann wieder direkt ins Gesicht hauen. Schauen wir. Wenn er jetzt nichts Ekliges macht, Sivana soll sterben. Das ist okay. Ich überlege, ob ich das Geheimnis spielen soll. Ich denke, machen wir. Scheiß. Ich trottel. Ihn spielen wir nochmal als extra rein und müssten es eigentlich schon haben. Ja, wir haben es ja eh schon geschafft. Okay, also auch diese Herausforderung war eigentlich einfach zu meistern. Wir steigen auf mit unserem Magier und ich danke euch vielmals fürs Zuschauen. Jetzt sind wir natürlich noch gespannt, was kriegen wir für eine Karte. Oh, schön. Damit kann man richtig schöne Sachen machen, im Magier-Deck natürlich. Also, ja. Klasse. Gut, das war's für die Herausforderung und jetzt geht's weiter an die Heroics. Ich danke euch vielmals fürs Zuschauen. Wenn es euch gefallen hat, dann gebt einen Like. Ansonsten dürft ihr gerne in die Kommentare noch schreiben, was ihr vielleicht in der Spielweise noch ein bisschen anders gemacht hättet. Und welche Vorschläge ihr habt für die heroischen Kartendecks, die wir zusammenstellen sollen. Ich werde jetzt ein paar ausprobieren und ja, wenn wir ein gutes haben, stelle ich euch das natürlich an dieser Stelle vor. Ich danke euch vielmals fürs Zuschauen. Achso, wenn ihr das natürlich sehen wollt, abonnieren. Ich danke euch vielmals fürs Zuschauen und bis dann. Ciao.